Hallo und herzlich willkommen hier bei Angesagt. Ihr wart wieder fleißig, wir auch. Ihr habt uns Berichte geschickt von Veranstaltungen, die wir ankündigen sollen. Ja, und das machen wir jetzt. Und zwar fange ich an mit dem Theater in Bremen. Da gibt es eine Uraufführung von dem Stück Wahlverwandtschaften. Zweite Musiktheaterkomposition von Kürstner und Vogel für das Theater Bremen. Libretto von Armin Petras nach Motiven von Goethe. Spartenübergreifende Produktion in der Regie von Stefan Kimmich. Die Uraufführung ist am Samstag, den 24. Februar um 19.30 Uhr im Theater am Goetheplatz. Ja, hier etwas vom Stadttheater Diepholz. Und zwar gibt es dort den Vogelhändler, die Operette von Karl Zeller. Und zwar am Samstag, den 24. Februar. Und das beginnt um 20 Uhr. Die Einzelkarte kostet 35 Euro. Der Vogelhändler ist eine Operette in drei Akten von Karl Zeller. Das als Komödie angelegte Stück spielt in der Pfalz am Anfang des 19. Jahrhunderts. Als sich der Kurfürst überraschend zur Wildschweinjagd ansagt, beginnt für den Vogelhändler Adam, seiner Braut Christel, Baron Webs, Gardeoffizier Stanislaus, Bürgermeister Schneck und den Professoren Süffle und Würmchen eine äußerst chaotische Zeit. Die Wildschweine für die Jagd und eine Jungfrau für die Blumenstraußübergabe sind nämlich aus. So wird von Baron Webs ein Ferkel als Jagdbeute akzeptiert und Schnecks dreimal verwitwete Tochter zur Ehrenjungfrau erklärt. Der Plan könnte funktionieren, aber da der Kurfürst absagt und stattdessen der verschuldete Neffe in dessen Rolle schlüpft und dann auch noch die als Bauernmädchen verkleidete Kurfürstin eintrifft, um ihren Mann zu überraschen, beginnt ein rasantes Verwechslungsspiel, das natürlich mit einem romantischen Happy End aufwartet, bevor sich der Vorhang schließt. Der Vogelhändler sorgt durch seine aberwitzige Geschichte und die fantastische Musik dafür, dass Karl Zeller heute in einer Reihe mit den Berühmtheiten der klassischen Wiener Operette wie Johann Strauss und Franz Lehár steht. Manche der Melodien des Werks sind weltberühmt geworden. Zum Beispiel Schenkt man sich Rosen in Tirol, Grüß euch Gott alle miteinander und Ich bin die Christel von der Post. Ja, und die Karten gibt es beim Kulturring Diepholz, Rathausmarkt 1, Telefon 05441 909 111 und unter kulturringdiepholz.de bei den Vorverkaufsstellen von Nordwestticket und an der Theaterkasse. Ja, hier etwas aus Vechta und zwar Marc Weide kommt 2019 nach Vechta. Am 6. Februar 2019, das ist noch ein bisschen hin, das ist ein Mittwoch, gastiert Marc Weide im Metropoltheater in Vechta und präsentiert sein neues Programm Hilfe, ich werde erwachsen. In seinem zweiten Bühnenprogramm erzählt der Zauber-Entertainer jetzt von den untrüglichen Zeichen des Erwachsenwerdens. Erleben Sie regelmäßig den Sonnenaufgang, nicht weil Sie noch wach sind, sondern schon wieder aufstehen? Besitzen Sie Gästehandtücher? Gesundes Essen ist für Sie kein Zufall mehr, sondern eine bewusste Entscheidung. Yo, also merken, 6. Februar 2019, Marc Weide im Metropoltheater in Vechta. Ja, hier etwas von der Stadthalle in Cloppenburg und zwar kommt da das Duo Simon & Garfunkel Revival Band und zwar am Dienstag, den 27.03.2018 um 20 Uhr. Die Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und Konzertkassen. Die Karten gibt es ab 33 Euro. So, und hier etwas von dem Stadttheater Diepholz. Und zwar gibt es dort Bella Figura von Jasmina Reza mit Doris Kunstmann, Julia Hansen und Heino von Stetten. Und zwar am Freitag, den 16. Februar 2018. Und der Beginn ist um 20 Uhr. Die Einzelkarte kostet 22 Euro oder 25 Euro. Eigentlich will der nicht nur von Liebes-, sondern auch von Firmeninsolvenz bedrohte Mitvierziger Boris nur mit seiner ohnehin von ihm genervten Geliebten Andrea vor dem geplanten Schäferstündchen essen gehen. Dummerweise erzählt er ihr aber, dass seine Ehefrau ihm das angesteuerte Restaurant empfohlen hat. Ein Fauxpas, den der langjährige Fremdgeher auszubügeln versucht. Doch er hat Pech. Beim Verlassen des Parkplatzes fährt er die zukünftige Schwiegermutter von Françoise an, der besten Freundin seiner Frau. Der alten Dame, deren Geburtstag heute gefeiert werden soll, ist zwar nichts passiert, doch plötzlich stehen Andrea und Boris vor Françoise, ihrem Jungen, ihrem Freund Eric und dessen Mutter und fühlen sich genötigt, Bella
Figura zu machen. Es kommt, wie es kommen muss. Der Rest des Abends ist das reinste Fegefeuer der Peinlichkeiten und Fettnäpfchen. Jasmina Rezas bitter unterhaltsame Szenen aus der Paar- und Gesellschaftshölle zeigen auf das Schönste, wie die mühsam aufrecht erhaltene Fassade des guten Benehmens zu bröckeln beginnt. Und so entfaltet sich eine perfekt gebaute Komödie des eskalierenden Beziehung-Horrors. Karten gibt es beim Kulturring Diepholz, Rathausmarkt 1, Telefon 05 441 909 111 und unter kulturring-diepholz.de bei den Vorverkaufsstellen von Nordwest-Tickets und an der Theaterkasse. Ja, und hier noch was vom Theater in Bremen. Und zwar gibt es dort wieder eine Uraufführung vom Ein Haus in der Nähe einer Airbase. Eine Familiengeschichte zwischen Neubeginn und Scheitern. Uraufführung in der Regie von Frank Abt am Freitag, den 2. Februar 2018 im Kleinen Haus und Diskussionen mit dem Autor nach jeder Vorstellung. Nochmal am Freitag, den 2. Februar um 20 Uhr im Kleinen Haus. Ja, hier eine Meldung aus Osnabrück und zwar gibt es dort Musik und Kunst in Aktion beim Werkstattkonzert mit Tänzen aus verschiedenen Jahrhunderten. Erst tanzt die Musik auf verschiedenen Instrumenten, dann der Pinsel auf dem Papier. Zu einem Konzert mit Tänzen aus verschiedenen Jahrhunderten laden Schülerinnen und Schüler aus der Klavierklasse von Verena Müller, aus der Celloklasse von Katrin Lange-Wellpott und aus der Saxophonklasse von Katharina Betten für Donnerstag, jetzt geht's los, 8. Februar, in die Kunstwerkstatt der Städtischen Musik- und Kunstschule am Johannistorwall 12a ein. Wer nicht spielt, kann zur Musik malen. Beginn ist um 18.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Ja, hier noch was von der Stadthalle in Kloppenburg. Und zwar kommen die Amigos in die Stadthalle. Im Oktober kommen die Amigos, Deutschlands erfolgreichstes Schlagerduo, in die Stadthalle Kloppenburg. Der Vorverkauf läuft und zwar nochmal am Samstag, den 13.10.2018, Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. So, hier eine Meldung aus Goldenstedt und zwar Carsten Höfer wird zum Eheman und so zum Superhelden. Carsten Höfer wagt sich in seinem allerneuesten Soloprogramm in das wohl größte Abenteuer des modernen Mannes. Er wird, so die Presseerklärung, zum Eheman und damit zum Superhelden für den Hausgebrauch. Ja, und wann ist das? Das ist am Freitag, den 9. März um 19.30 Uhr im Bürgersaal Goldenstedt. Karten sind im Vorverkauf für 20 Euro im Rathaus und bei Papier Peschke erhältlich. Ja, und hier etwas von der Stadthalle in Kloppenburg. Und zwar The 12 Tenors kommen in die Stadthalle Kloppenburg. Und zwar am Montag, den 29. Januar um 20 Uhr. Einlass und Abendkasse ab 19 Uhr in der Stadthalle. Ja, und hier etwas aus Osnabrück. Und zwar das Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink veranstaltet Familienflohmarkt. Das Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink veranstaltet am Freitag, den 16. Februar von 14 bis 18 Uhr einen Familienflohmarkt. Der Aufbau in dem Zentrum am Haus Wörmannsweg 65 beginnt bereits um 13 Uhr. Für Stände im Innenbereich ist eine Anmeldung erforderlich. Die Standgebühr beträgt 5 Euro. Für einen Garderobenständer sind 2 Euro zu zahlen. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie einen Grillstand. Also nichts wie hin. Ja, und hier noch was vom Stadttheater Diepholz. Und zwar gibt es dort ein Konzert mit dem Duo Biloba und Ildiko Sabo. Und zwar am Sonntag, den 4. Februar. Und das Konzert beginnt um 17 Uhr. Die Einzelkarte kostet 20 Euro. Das wisst ihr jetzt schon mal. Das Duo Biloba, bestehend aus Katharina Groß am Klavier und Andreas Lipp, Klarinette, spielen seit 2015 sie als festes Duo zusammen und geben Konzerte in ganz Deutschland und bei internationalen Festivals. Am Sonntag, den 4. Februar um 17 Uhr, spielen sie zusammen mit Ildiko Sabo Violoncello im Theater der Stadt Diepholz. Ludwig van Beethovens Klarinettentrio B-Dur Opus 11, Gassenhauer Trio von Felix Mendelssohn Bartholdy, die Sonate für Violoncello und Klavier D-Dur Opus 58, Robert Schumanns Fantasiestücke für Klarinette und Klavier Opus 73, Sven Deigers Auftragswerk für Klarinettentrio und von Johannes Brahms das Klarinettentrio A-Moll Opus 114.
Die Pianistin Katharina Groß ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe, wie zum Beispiel der Six New York International Piano Competition, der AIDS, Campillos International Piano Competition Spanien und dem 16. Münchner Klavierpodium. Andreas Lipp war Akademist der Berliner Philharmoniker und bereits als Soloklarinettist beim Hessischen Rundfunk, Symphonieorchester, dem Deutschen Symphonieorchester Berlin und dem Staatsorchester Hannover zu hören. Ildikó Szabó veröffentlichte im Alter von 14 Jahren ihre erste CD, konzertierte bereits in bekannten Konzertsälen in St. Petersburg, in Amsterdam sowie in Hamburg. Als Solistin trat sie mit dem Budapest Festival Orchestra, dem Porto Symphony Orchestra und den Hamburger Symphonikern auf. Karten gibt es beim Kulturring Diepholz, Rathausmarkt 1, Telefon 05441 909111. Unter kulturring-diepholz.de und bei den Vorverkaufsstellen von Nordwest-Tickets und an der Theaterkasse. Ja, der Vorverkaufsstart für das Kindermusikfestival in Oldenburg ist angelaufen. Das Oldenburger Kindermusikfestival findet in diesem Jahr vom 23. bis zum 25. Februar im Kulturzentrum PFL statt. Die 17. Auflage steht unter dem Motto Lautmalen. Das Publikum darf sich auf ein malerisch-musikalisches Programm freuen. Also nochmal vom 23. bis zum 25. Februar. Ja, und das war's schon wieder von unserer Seite. Und wenn ihr selber eine Veranstaltung habt, die wir ankündigen sollen, dann meldet euch unter 70700 in Lohne oder unter info@regiotv.de. Bis zur nächsten Woche, euer Thomas Kuhlmann. Tschüss.